Andrea Wolfmeier, Schriftstellerin, habe schon ziemlich viele Romane in meinem Leben geschrieben und meine Inhalte bewegen sich im realen Leben, wie wir das jetzt so leben, vornehmlich wie Frauen heute leben, das interessiert mich. Aber auch das Ganze dahinter, darunter, daneben und so weiter. Ja, eines der im wahrsten Sinn des Wortes einschneidendsten Erlebnisse meines Lebens war ein Verkehrsunfall, den ich gehabt habe, ein sehr schwerer Verkehrsunfall. Das war im Jahr 1983 in Wales, in Abergavenny. Wir wollten, junge Familie, Tochter im Auto, Freundin im Auto, nach Schottland eigentlich. Also es war eine größere Reise geplant und wir waren da unterwegs. Und unterwegs an einem ganz klaren, normalen Sonntagmorgen ist uns dieser Unfall passiert. Ich habe wenig Erinnerungen daran, aber diese Erinnerungen, die ich habe, die sind sehr konkret und haben sich so eingeprägt, dass ich sie ganz bestimmt niemals vergessen werde. Ich habe sie auch schon öfter mal erzählt, also nahestehenden Menschen erzählt. Ich bin bei dem Unfall sehr schwer verletzt worden. Also er hatte wahrscheinlich sowas wie eine Nahtoderfahrung, wie es so schön heißt. Es war ein neues Auto, an dem wir sehr gehängt sind. Es war so ein R4 und der dann Totalschaden hatte. Es ist uns ein entgegenkommendes Auto reinkommen. Zwei junge Männer, die von einer Hochzeit gekommen sind. Es hätte eigentlich nicht passieren können, passieren sollen, es ist aber passiert und es hat speziell jetzt meine Seite getroffen. Ich war eingeklemmt und bin rausgeschweißt worden von der Feuerwehr und eingeliefert. Von dem allen weiß ich nichts. Ich habe nur die Erinnerung, wie mein Mann neben mir kauert und sagt, ich soll mich nicht aufregen. Wir haben einen Unfall gehabt und ich denke mir, oh, um Gottes Willen jetzt, also das Auto ist kaputt, das wird ihm ganz furchtbar leid tun. Und meine nächste Erinnerung war dann, dass ich den beiden, also meinem Mann und meiner damals 5-jährigen Tochter, zuschaue. Ich bin in etwa 2-3 Meter über dem Rettungsauto und ich will sie beruhigen. Die schauen mich an und sind ganz fürchterlich, ja, wie ist das? Und die, ich bin da ohnmächtig oder sowas, weiß ich nicht. Und ich rede beruhigend auf sie ein und sie hören mich nicht. Ich war sehr verzweifelt, weil sie mich nicht hören. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Ich komme nicht zu denen durch. Ich sehe sie ganz genau und ich wollte sie beruhigen und sagen, es ist alles in Ordnung, es kommt alles in Ordnung. Die nächste Erinnerung dann war in dem Spital in Abergavenny. Ist dann eben die Leute, die sich um mich gekümmert haben, die ganze Prozeduren und dies und jenes und dass ich operiert werde und so weiter. Und vor dem Fenster draußen war so ein Berg, so eine Art Plateau. Irgendwie in der Form ist mir vorgekommen wie der Schöckl. Ich habe es dann, also das ist noch nicht so lang her, vor 2-3 Jahren, habe ich das ausfindig gemacht. Das ist eine Sehenswürdigkeit in der Gegend und es ist auch dort in Wales ein sehr wichtiger Berg und ein
Ausflugsziel und auch ein gewisser magischer Ort, ja, sagen wir mal so. Ich sehe aus dem Fenster diesen Berg und ich will auf diesen Berg gehen und ich gehe auf diesen Berg zu und sehe also hinter dem Berg ein wunderschönes, wunderschöne graue Meeresfläche. Und ich wollte unbedingt dorthin. Ich wollte weitergehen und ich wollte dorthin gehen. Und dann ist vor mir aber aus diesem Berg oder, ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall war da plötzlich ein Gesicht, ein Wesen. Das war bläulich, lila. Ja, also ich habe damals wirklich, ich habe keine so Filme angeschaut und nichts, das hat mich alles nicht interessiert. Aber das war, und ich sehe das noch vor mir, und ich sehe dieses Wesen, das eins vom Schönsten war, was ich mir überhaupt, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und was mir unglaublich bekannt vorkommen ist. Unglaublich bekannt und vertraut, und aber nie gesehen, aber Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Und mit einem total liebevollen und sehr, ja, das ist in Worten wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben, aber sehr freundlichen Ausdruck. Und ich habe in dem Moment mit dem Wesen in Kontakt einen Widerstand gespürt und ich habe gesagt, ich will hinüber zu euch. Und ich habe den Widerstand gespürt und die Aussage, du darfst nicht hinüber, es ist zu früh, du musst noch hier bleiben, du hast hier noch was zu erledigen. Ich sage, es ist alles erledigt und ich will da nicht und ich will da wirklich hinüber. Und außerdem, und was ist mit meiner Tochter, die ist 5 Jahre alt? Meine Tochter ist nicht das Problem. Die kommt schon durch, das ist ihr ganz eigenes Leben, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Und trotzdem darf ich nicht weiter. Und ich weiß nur, dass sie dann plötzlich auf einer so einer, ja, so irgendwie ist mir vorgekommen, jetzt plötzlich liege ich in dem Spitalsbett wieder. Da ist dieser Berg, ich darf nicht hinüber, ich bin sozusagen aufgewacht auf der Ebene, ich habe bitterlich geweint. Es war fürchterlich, nicht hinüber zu dürfen. Und die Schmerzen haben angefangen. Dann wirklich grausliche Schmerzen, schreckliche Schmerzen. Ich war ja auch sehr verletzt. Mir hat es beinahe die Füße abgeschnitten. Ich habe Rippenbrüche gehabt. Ich habe einen Nasenbeinbruch gehabt. Ich habe ein schweres Schädelhirntrauma gehabt. Also ich war ziemlich versehrt an allen Ecken und Enden. Während den anderen im Auto quasi nichts passiert ist. Also der Freundin von mir, beziehungsweise der Freundin meines Mannes, ist überhaupt nichts passiert, der hat ein paar blaue Flecken gehabt. Mein Mann hat sympathischerweise den gleichen Mittelhandknochen gebrochen gehabt wie ich, aber nur auf der anderen Seite. Und meiner Tochter ist gar nichts passiert, die hat nur, also ihre Puppe Clara, der hat den Kopf abgerissen. Das war, was uns passiert ist. Ah ja, ich muss noch was dazu sagen. Ich habe einen Schnitt durch die Stirn gehabt. Also habe ich noch immer, die ist sehr gut geheilt mit Johannisöl und so weiter, wie es behandelt. Und zwar war ich knapp vorher, habe ich beim Bachmann-Preis gelesen. Und zwar in dem Jahr, in dem der Reinhard Götz gelesen hat und sich die Stirn mit dem Rasiermesser durchgeschnitten hat. Und mir hat das wahnsinnig beeindruckt. Ich war bei der Lesung selber nicht dabei, habe es aber aus dem Konzept und aus dem, was er vorher gesagt hat und aus der Aufgeregtheit, mir hat er wahnsinnig imponiert. Ich habe mir gedacht, der traut sich endlich was, das ist ein Punk-Autor, der ist lässig, so wollte ich eigentlich sein. Ja? Und dann bin ich zurückgekommen, da war der schon verarztet und alles war in Ordnung. Aber nur lustig war, dass ich dann wirklich 2 Monate später den gleichen Schnitt gekriegt habe und auch auf die Art, also ich habe es im Nachhinein gedeutet als so eine Art Schicksalsdings oder dass Gott oder Schicksal mir sagt, spinnst du, was willst du da? Du fährst mit deinem Mann und seiner Freundin, ihr fahrt zu dritt mit
deinem Kind nach England. Willst du so leben? Willst du so leben? Überleg, was du tust, ja? Ich möchte gern was von meiner Oma erzählen. Meine Oma war für mich ein sehr, sehr wichtiger Mensch. Und genau dieser Platz, an dem ich hier sitze, ist auch, also der hat auf eine eigentümliche Weise mit der Oma stark zu tun. Ich muss dazu sagen oder gleich mal vorausschicken, meine Oma ist mit 99, also fast 100 Jahren, hier bei uns im Haus gestorben. Also sie hat die letzten Lebensjahre bei uns gelebt. Und als ich klein war, also 3, 4, 5, war es so, also wir waren ja ziemlich arm. Ich bin die älteste von 4 Geschwistern und die Eltern haben sich nicht leicht getan. Die Oma war ja zumindest jetzt so weit gesettelt, dass sie in Gleisdorf am Hauptplatz gelebt hat und sie hat immer, also ich habe sehr viel bei ihr übernachtet, war sehr viel bei ihr und sie wollte mich am liebsten adoptieren. Sie hat immer zu meiner Mutter gesagt, sie hätte mich gern gehabt, was natürlich also meine Mutter abgelehnt hat und was ich auch nicht gewollt hätte und worüber ich froh bin, dass es nicht so stark passiert ist. Jedenfalls war der Bezug zu Oma sehr, sehr stark. Und jetzt war das dann so, vor ihrem Tod ist sie ist ungern von zu Hause weggezogen vom Hauptplatz. Das war aber nicht mehr zu machen. Ja, sie hätte die Kohlen rauftragen müssen und das Wasser war am Gang und so weiter. Das ist nicht mehr gegangen. Ja, sie hat es einfach nicht mehr geschafft. Sie war unzufrieden bei uns im Haus. Sie hat sehr viel geschimpft und hat sich sehr schwer abgefunden mit der Situation, obwohl es bei uns eben idyllisch und klasse ist und ja, Balkon und gemütlich und Land. Aber sie wird in die Stadt hinunterschauen von ihrem Fenster direkt auf dem Gleisdorfer Hauptplatz und da tut sie was und da sieht sie die Leute. Ja? Also sie war sehr unglücklich in ihrer letzten Zeit, glaube ich. Und hat sich dann aber auf eine seltsame Art abgefunden. Und da sind dann ein paar Dinge passiert, die waren eigenartig. Ich habe schon studiert, ich bin nicht besonders oft nach Gleisdorf zurückgekommen. Habe dann aber immer wieder mal gehört, und was meine Mutter mir erzählt hat über sie und war bei der Oma dann natürlich auch im Zimmer und habe mit ihr gesprochen. Und die Oma hat dann erzählt, der Mama, also beziehungsweise hat sie gesagt, wer ist denn der Mann? Hat die Oma gesagt, welcher Mann? Ja, der da immer kommt. Da kommt ein Mann. Sagt die Mama, wie schaut denn der aus? Naja, so ein Mann halt, ne? So wird so sein, um die 40er, erwachsener Mann halt. Und er hat so einen dunklen Mantel an, so ein bisschen schwarz und ein bisschen grün. Und dann setzt er sich da hin beim Tisch. Und dann schreibt er immer irgendwas in sein Büchel. Ja, okay, die Mama hat dann immer wieder nachgefragt, kommt er wieder? Ja, er ist immer wieder gekommen. Und dann hat die Oma ganz schlau gesagt zur Mama, weißt du was, er war wieder da. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse ihn jetzt einfach sitzen, ich tue nichts dergleichen, ja? So, gepasst. Gut, er sitzt da und schreibt ins Büchel. Dann hat die Oma erzählt, mein Gott, war das jetzt schön. Da ist diese Prozession, diese wunderschöne Prozession, die da gewesen ist. Die Leute haben gesungen und sie haben gelacht und getanzt und es war Ziehharmonika spielen. Die eine Frau mit der Ziehharmonika und so eine Freude haben sie gehabt und so schön war das. Und durch ihr Zimmer durch ist diese Prozession gegangen. Echt schön gewesen. Und dann hat sie gesagt, es waren immer größere Abstände, also die Erlebnisse von der Oma. Und dann hat sie gesagt, diese zwei Hunde, das sind zwei große weiße Hunde, die sitzen da bei meinem Bett und warten. Und das ist mir selber ganz gruselig geworden. Also ich war damals in der Zeit mit der Mama, sind wir dann unten gesessen beim Kaffee, wir haben auch gehört, also diese Laute, wenn Leute 1, 2, 3 Tage vor ihrem Tod sind, wo dieses
Röcheln und dieses Rasseln kommt so aus der Lunge, dieses eigenartige Geräusch, das zwischendurch dann aussetzt und dann weitergeht. Es ist sehr, sehr unheimlich. Auf jeden Fall haben wir das so miterlebt und ich habe meine Oma beim Sterben begleitet mit der Familie. Wir waren da alle dabei und sie ist in dem Haus und es ist jetzt das Arbeitszimmer von meinem Mann. Da ist sie eben drinnen auch gestorben. Sie ist an nichts gestorben, also nicht an einer Krankheit oder sowas, sondern sie ist so gegangen wie wir. Ich habe immer gedacht, wie eine alte Indianerin. Eigentlich habe ich immer gedacht, ja, so möchte die auch sterben, so möchte die auch gehen. Einfach aus dem Ganzen. Ja, und dann hatte ich ganz ein seltsames Erlebnis. Das war 2, 3 Tage nach dem Tod von meiner Oma. Oder nein, ich muss das nur erzählen vorher, was mir passiert ist. Also an dem Tag, an dem sie gestorben ist. Ich bin mit dem Autobus aus Graz gekommen. Gleisdorf, die Abzweigung Eckenberg, Eggersdorf. Und ich hab's immer mit den Vogelzeichen so gehabt. Ich habe immer gern, also Vogelzeichen beobachtet oder so. Und besonders gern habe ich die Reiher beobachtet und für mich waren die Reiher immer ein Zeichen für Tod. Die Graureiher und dann die Weißen, die Silberreiher. Und dort gibt es ja ein paar, die dort herumstehen. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt mehr, und ich habe gewusst, das ist komplett unwahrscheinlich, ich habe immer nur einen von diesen weißen Reihern gesehen oder zwei maximal. Wenn jetzt mehr von diesen weißen Reihern, also wenn 3 oder mehr von den Reihern sind, dann ist sie tot, dann ist sie gestorben. Also habe ich mir beim Heimfahren gedacht. Und ich bin dort vorbeigefahren und ich sehe das noch heute, das war wirklich also Gänsehaut. Ich weiß nicht, was die Reiher gehabt haben. Gibt es da so eine Art Hochzeitstänze oder so irgendwas? Es waren jedenfalls mindestens 10 weiße Reiher, die da aufgeflogen, gesessen, miteinander kommuniziert haben. Es war ein unglaubliches Reiherspektakel. Ich habe es nie mehr vorher, nie nachher so etwas gesehen. Ja, ich bin nach Hause gekommen und die Oma ist wirklich gerade gestorben gewesen. Ja. Und dann, also wie gesagt, der Bezug zu meiner Oma war unglaublich dicht und stark. Und ich habe aber ein sehr schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe damals studiert, ich bin kaum nach Hause gekommen, ich habe die Eltern die Betreuung machen lassen. Und weil die Oma immer so zwider war, dass sie da sein muss und dass wir so selten kommen, bin ich immer noch seltener gekommen, weil sie eigentlich eh nur mehr geschimpft hat, dass das alles zu wenig ist und du kommst immer nur 10 Minuten und das hat alles nicht gepasst. Und dann bin ich halt immer noch seltener kommen und ja, ich war sehr beschäftigt und ich war sehr jung und ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Und 2, 3 Tage nach ihrem Tod ist es so gewesen, ich habe es damals in Holland gekauft gehabt, da hat es so wunderschöne so Hippie-Ketten gegeben, ne? So Lederriemen mit den verschiedensten Glasperlen, wunderschön, da habe ich 2 oder 3 davon gehabt und ich habe eine dieser Ketten umgehabt. Und komme gerade also in Richtung Promenade, gehe durch den Stadtpark, also von der Uni weg, dort vorbei an dem Teich, ne? Und gerade so auf das Blumengeschäft zu und habe an die Oma gedacht. Und auf einmal gibt es so ein seltsames Geräusch, so ein Geriesel oder so irgendwas. Ich habe es mir überhaupt nicht erklären können, was ist da los. Und bleib stehen und schau an mir runter, rieseln an mir all diese Glasperlen hinunter. Die ganze Dings, also die Kette hat sich irgendwie aufgelöst oder was. Und das war ja so verknüpft, ja, mit so einem Dings. Und ich habe so einen Schreck gekriegt und habe gewusst, das ist die Oma. Die Oma hat so eine Wut auf mich, dass ich nicht gekommen bin und dass ich nicht da war für sie und dass sie zum Schluss nicht mehr da war für sie und jetzt hat sie mir die Ketten runtergerissen und ich war verlegen, ich habe mich sehr geschämt in dem Moment, auch ja, weil ja, das sind jetzt Leute und mir fallen da diese ganzen Perlen auf dem Weg und auf die Dings, aber das waren so schöne Perlen, ja, und ich bin dann, habe so schnell wie möglich alles so aufgeklaubt und halt in die Tasche und so weiter.
Ich habe sie noch immer. Ich habe sie nie mehr wieder aufgefädelt. Ich habe mich nicht getraut. Und habe dann also den Lederriemen angeschaut. Er ist nicht, also es ist, hat sie nicht gelöst, die Verbindung, sondern es war ein starker, normaler Lederriemen. Und er war wie abgeschnitten. Als hätte jemand mit einer Rasierklinge oder mit einem Messer den Lederriemen gerade durchgeschnitten. Ja? Gerade unten durchgeschnitten und da fallen dann die Perlen runter. Und es war mir sehr unheimlich und ich habe das schlechte Gewissen meiner Oma gegenüber eigentlich nie richtig verloren. Thank you.